Ja, und damit herzlich willkommen, Sportsfreunde. Wir werden heute ein klein wenig FIFA 12 Euro 2012 spielen. Die Sprache, Kommentatorsprache. Nein, wollte ich eigentlich, kann man gar nicht wechseln. Okay. Ich spiele dieses Spiel übrigens am PC. Ich spiele es nicht auf der PlayStation 3. Da ich, davon nichts halte. So. Und ich suche mir jetzt einfach mal kurz ein Team aus, mit dem ich hier einfach mal mitspielen werde. Und das ist ja ganz klar, dass wir mit Deutschland spielen werden. Ja. Erstmal schauen wir uns hier die Einstellungen an. Und zwar meine Einstellungen. Denn ich würde gerne den Kommentator ein bisschen ausmachen. Und das wären die Spieleinstellungen. Gucken wir mal, wo wir den Kommentator haben. Und zwar hier, Kommentator-Team. Kommentar machen wir. Ist schon ganz. Ist das schon aus? Ja, das ist schon aus, das Kommentar. Und das soll auch weiterhin ausbleiben, denn ich habe auf Kommentatoren keinen Bock. So wie hier genauso wenig, denn ich werde es kommentieren. So, Schwierigkeitsgrad lassen wir auf Amateur aus diesem einen Grund. Geht es noch leichter? Nee. Lassen wir aus diesem einen Grund auf Amateur. Da ich auf dem PC spiele und ich spiele es auf dem PC. Normalerweise, wenn man es auf dem PC spielt, spielt man es dann mit der PlayStation-Tastatur. Oder eben halt mit einer Xbox. Was laber ich da? PlayStation-Tastatur, das gibt's gar nicht, oder? Nee. Da spielt man es mit dem PlayStation-Controller oder mit dem Xbox-Controller. Ich muss hier mal aufs Fenster gucken, irgendwas ist da. Auf jeden Fall spiele ich das hier mit der ganz normalen PC-Tastatur. Und daher werde ich das auch leicht generieren. Eine Halbzeit wird 6-6, das wäre dann 14, ja. Eine Halbzeit geht 6 Minuten, das denke ich langt voll und ganz aus für ein so Länderspielchen. Der Ball, suchen wir uns da mal einen aus. Ach, der sieht doch schön aus. Sollen wir den nehmen oder machen wir einfach Standard? Was wäre Standard? Standard wäre, glaube ich, dass es sich irgendeinen aussucht. Und ich denke, das wäre einfach auch am besten. Schiedsrichter zufällig passt, denke ich, auch. Online spielen wir nicht den ganzen Spaß nicht. Wir spielen den einfach auf Anstoß. Und das werden wir jetzt spielen. Und zwar spielen wir zu Hause Gast. Natürlich können wir das wechseln, aber wir werden natürlich zu Hause spielen. Deutschland gegen Niederlande wäre das erste Spiel. Wir sind mit Holland in einer Liga. Ich habe mir hier auch den Kalender, also nicht den Kalender, die Liga-Liste nebenan hingelegt. Also der liegt jetzt nicht nebenan, der liegt im anderen Büro. Auf jeden Fall denke ich, das müsste alles stimmen und dann denke ich, fangen wir auch mal an. Ja, ich bin fertig. Trikot ist das Standard Weiß oder das hässliche Grün. Wer findet eigentlich das grüne Trikot hässlich? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Mich würde das interessieren, wer dieses Trikot hässlich findet. Ich finde es total hässlich und bäh. Dann gibt es nur diese zwei zur Auswahl. Das Weiß ist ja der Standard, ist eigentlich ganz okay. Haben sie wieder gut mit diesen Dingern hier generiert. Auf jeden Fall, also mit den Streifen, auf jeden Fall das Grüne ist total hässlich. Also das kann ich gar nicht leiden. Wir spielen mit dem Weißen. Holland lassen wir auch mal mit dem Standard-Trikot spielen. So, den Kader schauen wir uns ganz kurz an, wie das hier so generiert ist. Und zwar Neuer im Tor. Ich denke, da hat niemand was dagegen. Boateng vom HSV. Jeder weiß, dass ich HSV-Fan bin. Boateng war beim HSV, Entschuldigung. Boateng war beim HSV, spielt jetzt bei Real Madrid. Trotzdem, er ist ein Ex-HSVler, also bleibt er natürlich drin. Hummels von Dortmund, Bart Stuber von Bayern. Ich habe persönlich eigentlich ein kleines Problem mit Bayern, aber das kündigt man jetzt hier mal nicht so an. Das ist ja ein Länderspieler, lassen wir einfach die Bundesliga-Mannschaft jetzt mal außen vor. Lahm, ein recht gutiger, mutiger und guter Spieler hier in der Abwehr. Ist auch Kapitän jetzt. Khedira von Real Madrid, Schweinsteiger von Bayern, Thomas Müller von Bayern, Podolski, der ist jetzt zu Arsenal gewechselt nach England. War davor bei Köln. Ja, Köln würde ihn, denke ich, schon ein bisschen vermissen. Dann Özil von Real Madrid und Klose. Also das mit Klose, ich denke, da hat auch niemand was dagegen. Wir spielen einfach jetzt mal so auf Standard, wie sich das der Yogi Löw so vorgestellt hat. Und ja, wollen wir nicht großartig machen. Ich spiele natürlich ohne Controller. Ich spiele hier mit der lapprigen Tastatur. Und ja. Ne? Also. Mit der Tastatur ist es ein klein wenig anders, ein klein wenig schwieriger.
So. Und, ach, den hat er auch noch gehalten. Naja, ich würde sagen, einen Schuss machen wir noch und dann fangen wir direkt an. Komm, zeig uns, was du drauf hast. Ach Gott. Alles klar, dann fangen wir doch mal an. Deutschland gegen Niederlande, Nationalstadion Warschau. Naja, Lahm haben sie schon aufgestellt, Özil, Müller rücken nach, Boateng, Schweinsteiger und hier ist die schöne Nationalhymne. Ja, der Spielkommentator in diesem Spiel bin dann, naja, Walmoll, ich. So. Matthijsen, den kennen wir doch auch noch. So, Neuer im Tor, dann Hummels und Bartstuber auf gleicher Seite. Ach, das wechselt aber ziemlich schnell, oder? Ja. Van der Wiel, Hating, Matthijsen und alles Mögliche. Hier die Aufstellung von denen. Der Torwart ist nicht mehr, Van der Sar, Van der Sar, ja. Ist nicht mehr Van der Sar, früher war es Van der Sar, er war immer recht gut. Das hat sich dann aber doch geändert, da er jetzt ins Alter kam, wo man, denke ich, sagen sollte, es war eine gute Zeit mit ihm. So, Deutschland hat den Ball. So, Deutschland vom Tor und hinter, dann hier direkt den Ball verloren. Was macht Müller denn da hinten? Ach, hier Boateng. Hinter aufgerückt. Was macht Özil? So, sie kommen. Aber da ist Neuer. Und wow! Der ist aber haarscharf vorbei, wenn man sich das anschaut. Erste gute Möglichkeit für Niederlande, dass dieser Ball hier ins Törchen marschiert. Neuer mit einem hohen Abstoß, wie es sich gehört, als Stammtorwart. So, ach, schon wieder Holland am Ball. Deutschland scheint hier schon mal ein bisschen nachzuliegen. So. Aber Neuer wieder da und er hält gut und weg mit dem Ball. Neuer wieder am Ball. So, werf ihn. So, Boateng. Schön gemacht hier. Ein klassisches Spielfeld. Kein Schachspielfeld, ja. So, zurück zu Neuer. Also wie gesagt, mit der Tastatur ist es nicht ganz so leicht. Ich habe schon mal vorhin ein bisschen angespielt, aber so leicht ist es natürlich nicht. So, nach vorne und... Ach, da war dann wohl wieder der Heitinger, schneller, von Holland, von Percy. Den kennen wir doch, der hat auch was drauf, der Holländer. Aber dann ist er wieder klar schneller am Ball. So, schnell nach draußen, dass hier nichts mehr passiert. Sicher ist sicher, denn die Nationalmannschaft will ja nicht hinten liegen. Ach, schön abgeklärt und schön weg hier. Das muss man ja nicht haben hier hinten drin. Erstmal schön Podolski hier von Percy. Wollte hier gerade Podolski den Ball an den Khedira am Ball. Und Schweinsteiger, der bei Bayern den Elfer versemmelt hat. Und sich, denke ich, immer noch ein bisschen hier wie ein Arsch fühlt, aber trotzdem, das hat ja jetzt mit Deutschland nichts zu tun. Das ist ja Bundesliga, wieder was ganz anderes. Und der erste gute Angriff, Klose. Und? Ach, der wurde, glaube ich, noch abgeprallt, oder nicht? Nein, Müller, den wurde noch abgeprallt. Hier die Ecke, Klose, Hummels. Und Deutschland? Ah! Was war das denn? Ah, Bartstuber hat den jetzt aber richtig versemmelt, beziehungsweise Bartstuber AKs Gerard LP. Ich habe den jetzt richtig weggesemmelt, Alter. Seid mir nicht böse. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal hier auf dem PC, ne? Also, wer jetzt Profi auf dem PC ist, wundert euch mal nicht. Ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal. Muss mich ein bisschen einfinden, ein bisschen gucken, wie das alles klappt hier. Und dann werden wir das, denke ich, auch hinkriegen. Dass wir hier ein bisschen defensiv bleiben. Ja.
Auf jeden Fall habe ich mir das so gedacht, dass jetzt jeden Samstag, habe ich mir eigentlich gedacht, jeden Samstag hier so eine Nationalfolge rauskommen wird. Also normal ist ja samstags immer Bundesliga angesagt, aber in dem Fall habe ich mir einfach mal gedacht, da Bundesliga jetzt ja abgeschlossen ist, ein kompletter Pack, Klose übrigens, zu Khedira, habe ich mir gedacht, dass wir jeden Samstag jetzt so Fußballabend machen und ich hier einfach immer ein paar Folgen hochlade. Und die Holländer sind wieder am Ball. Natürlich, wenn das hier abgeschlossen ist mit der EM, dann werde ich da hier natürlich weiterspielen mit der Bundesliga, mit der kommenden. Und Neuer im Tor und gut pariert von Neuer und schön raus. Sicher ist sicher, da müssen wir schon regieren. Und diesen Mann kennen wir ja noch von Bayern. Der hat da auch vieles geleistet, aber trotzdem, ich kann ihn nicht leiden. Ich sag hier gleich, oh, jetzt bin ich hier irgendwie, oh, da muss ich irgendwie jetzt raus, hier Ende. Da will ich raus. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hilfe schließen. Ja, so, das war's dann. So, Snyder. Und der Ball, der kann da nichts werden. Ach, den haben sie jetzt rausgeknallt. Huntela. Und das heißt, Abstoß für Neuer. So. Ach. Hummels. Wieder am Ball. Also. Oh, nein! Nein! Das sehen wir gar nicht gerne. Schauen wir uns das noch einmal an. Oh, scheiße. Eieiei. Eieiei. Schauen wir uns das noch einmal an. Einmal. Ach, herrje. Philipp Lahm, was hast du getan? Also ich wollte eigentlich den Ball klären, aber dass ich dann damit noch ins Tor reinlaufe, war eigentlich weniger geplant. Deutschland liegt hinten. Wenn das jetzt im Länderspiel jetzt auch so wäre, fände ich das ein klein wenig scheiße, ehrlich gesagt. Ja, die Holländer haben uns hier den Ball wieder abgenommen. Also man sieht schon, es sind hier nicht sehr viele Deutschland-Fans. Die Stimmung ist nicht so wie beim Bundesligaspiel. Wer das schon mal mit Bundesliga gezockt hat, sieht, dass das eine ganz andere Stimmung ist. Und auf jeden Fall, Neuer am Ball. Neuer, nimm ihn lieber sicher. So. Und da haut Neuer ihn stark über die Mittelfeldlinie. So. Aber Holland gibt hier schon klar den Führerinnen an, da ich jetzt hier noch nicht sehr gut bin, wenn ich es ehrlich sagen soll. Ich habe es so gut wie noch nie gespielt für PC. Normal spielt man das ja echt auf PlayStation oder von mir aus auch auf Xbox. Aber nicht auf PC. Und wenn man es auf PC spielt, spielt man es normal mit Controller, nicht so wie ich mit Tastatur. Schweinsteiger von Deutschland hat ziemlich gute Sachen geleistet, aber jetzt... Neuer wieder stark. Also der kann schon richtig gut halten, das haben wir ja gesehen. Auch Bayern gegen Chelsea, da hat einen guten Elfer rausgeholt. Also ich denke, Neuer kann sich da echt nicht beklagen. Jetzt ist hier noch Skype im Hintergrund. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz ignorieren. Dass wir hier das hier noch nicht verpassen. So, jetzt schauen wir mal hier ganz kurz, dass das Skype noch ausgeht. So, und schön sind wir wieder da. Ist halt immer scheiße, wenn man Skype noch irgendwas im Reden hat mit irgendwelchen Nerds. Dann kommt das halt schon mal so, dass man hier irgendwie reinkommt. So. Passen wir den mal ganz kurz weg hier. Also ich muss ja zugeben, das Spiel, ich habe FIFA, ehrlich gesagt, FIFA 12, noch nie davor gespielt. Ich spiele es halt zum ersten Mal dann gleich auf PC, aber eins muss ich auch zugeben, mit FIFA 8 hat es angefangen. Von FIFA 8 bis FIFA 2011 habe ich alle gespielt. Nur das 2012er hatte ich irgendwie nicht. Ah, beinahe. Das war doch schon mal ein richtig schönes Schüsschen. So, Deutschland, Niederlande in der Halbzeit. 0:1 für die Holländerschen-Spieler. P. Lahm hat ein Eigentor gemacht für Niederlande. Naja, Philipp Lahm. Ne? Das war ich. Sorry. Auch wenn du dir das Let's Play gerade angucken solltest, was ich im besten Willen nicht glaube. Sorry, dass ich hier einen reingemacht habe auf deine Kappe. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an, wie das jetzt hier weitergeht.
Tore haben die leider 1 gekriegt. Schüsse hatten die 4, wir 0. Ach, scheiße. Ballprozent hatten wir dafür ein bisschen mehr wie die. Zweikämpfe 2-3. Also Holland war in dieser Zeit klar besser. Passgenauigkeit war bei uns ein klein wenig besser. Naja, da spielen wir, denke ich, dann gleich auch weiter. So, Deutschland am Ball. Schweinsteiger. So, zu Neuer nach hinten. Ach, die Maus ist im Weg natürlich. Wieder zu Schweinsteiger. Hummels. Bin ich auch froh, dass der dabei ist. Das kann echt viel. Boateng. So, Schweinsteiger wieder am Ball. Nach außen zu Philipp Lahm. Nach vorne hier zu Klose. So, weiter. Und was sehen wir da? Ah, und ah, schade. Gut drüber gelupft. Der hätte aber auch reingehen können. Schön. Immerhin ein Schuss kann man es, glaube ich, nicht nennen, aber immerhin etwas. So. Immerhin beweist es selber mal auf PC mit Tastatur zu spielen. Da werdet ihr sehen, so leicht ist das gar nicht. Aber ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur irgendwie rumflamen. Es macht riesig Spaß, dieses Spiel zu spielen und einfach hier für die Nationalmannschaft ein bisschen die Stellung zu halten. Auch wenn wir jetzt gegen Holland hier schon 1-0 zurücklegen, denke ich, es lässt sich damit leben, da es ja auf den Smalltalk hauptsächlich ankommt. Und aus einem 0-1 wird gerne ein 0-2. Gregory van der Wiel schießt das 0-2 gegen die deutsche Nationalmannschaft, was ich scheiße finde. Aber was soll man machen, wenn hier so ein schlechter Spieler dranhockt wie ich? Naja, was soll's. Deutschland muss damit, denke ich, leben. So. Aber das, denke ich, wird an sich Lauf den vielen Spielen auch ändern. Da werden wir mit der Tastatur ein bisschen mehr rankommen, wie man das dann so macht. So. Ach, da wo, das kann man doch schon faul nennen, oder? Nicht? Zweikampf? Naja, okay. Ich weiß auch noch gar nicht, wo man rennt, ehrlich gesagt. Habe ich alles noch nicht so rausgefunden. Ich weiß auch noch nicht, wo man den Torwart herscheucht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch peinlicher wird. Hau mal schnell den Ball weg, Neuer. So. Hier, was haben wir denn da noch Schönes? Ja. So, da haben wir einen Zweikampf fast gewonnen. Fast aber auch nur. Jetzt haben wir einen gewonnen. So, gleich mal den Ball erstmal ein bisschen weg hier. Die FPS kommt, glaube ich, hier ein klein wenig nicht nach. Aber hier, das Spiel spiele ich eigentlich mit einer relativ guten FPS. Ah, los, den Ball. Ah, scheiße. Da waren wir am Abseits drin gehangen. Und hier der Spieler von Liverpool. Kürt. Oder wie man ihn ausspricht. Kürt geht raus. Hat bei Liverpool gespielt. Ich denke, dass er da noch spielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hat er auch schon gewechselt. Torres hat er auch gespielt, bis er dann endgültig zu Chelsea gegangen ist. Naja, bei Chelsea bringt er gar nichts mehr. Bei Liverpool hat er dann ab und zu noch was geschossen, aber ist bei Chelsea. Naja. So. Jetzt sind wir wieder im Angriff. Und? Was? Abseits? Wie abseits? Naja, immerhin, wir kommen schon dem gegnerischen Tor ein klein wenig näher. Wenn der Schiedsrichter jetzt noch ein bisschen parteiisch wäre, hätte er das mal durchgehen lassen. Aber leider, das wird im echten Spiel auch nicht so sein. Und wenn das echte Spiel dann echt so ausgehen sollte, wie es hier heute Abend bei mir ausgeht, dann viel Spaß, Deutschland. Dann, denke ich, war es das die längste Zeit. Ach Gott. So. Also wie gesagt, jeden Samstag wird dann so eine Folge rauskommen. Diese Folge wird, denke ich, schon ein bisschen früher kommen. Ich denke, dass ich diese Folge schon am Freitag hochlade oder am Donnerstag. Also ich nehme sie jetzt gerade am Donnerstag auf. Vielleicht lade ich sie gleich noch heute hoch. Vielleicht dann morgen am Freitag oder dann endgültig am Samstag. Muss ich noch gucken. Auf jeden Fall, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen früher kommt, ihr wisst Bescheid, jeden Samstag kommt dann so eine Folge. Ach, jetzt, warum komme ich hier eigentlich immer drauf, wenn ich mich mal fragen darf? So. Also wir sind jetzt schon in der 70. Minute. Die Maus ist schon wieder im Weg. So, wieder ein gewonnener Zweikampf. Ach, komm schon, weg mit dem Ball.
So, weg damit. So, was ist das für Werbung? Castrol, Respect und die ganze Werbung hier an den Leinwänden. An dem Stadion hier. So. Nein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Snyder hat hier ein bisschen verschossen. So, soll er den hoch machen? Ja, macht er den hoch. Genau auf Schweinsteiger. Und der geht auf Khedira. Özil. Müller. Müller macht den hoch. Ja, hohe Flanke zu Schweinsteiger. Und da kommt Podolski ins Spiel. Der Ex-Kölner. So, Khedira. Ach Gott, das wird peinlich. Dann hier zu Schweinsteiger. Da sind dann wieder die Holländer ein bisschen schneller gewesen. So, ach, jetzt sind sie schon wieder an unserem Tor. Die machen das immer viel schneller. Ah, Boateng. Ah, verschossen zum Glück, ey. Boateng wollte noch ran hier, wie man sieht. Wollte den dann noch wegtun. Aber wenn der jetzt hingefallen wäre, könnte man das sogar als Foul sehen und eventuell letztens sogar Elfmeter gegeben. Also das wäre dann weniger toll. Den Ball macht er ein bisschen präzise, aber jetzt hätte den Bartstuber dann doch noch ergattern können. So, die deutsche Nationalmannschaft hier ein bisschen weiter hinten mit 2:0. Ich glaube nicht, dass das in echt je so passieren wird gegen die Schwachen. Okay, letztes Jahr in der WM, 2010 in der WM waren sie relativ gut, die Holländer, bis ins Finale geschafft. Also eventuell könnte es echt so werden, dass ich aber nicht im geringsten glaube, dass das je so ausgehen wird. Vielleicht sollte man hier auch mal ganz kurz, wie die hier auch, vielleicht mal einen kleinen Wechsel vornehmen. Mal gucken, was wir hier noch so wechseln können. Dieser Mark van Bommel geht raus, auch Felle kommt rein. Und ja, vielleicht sollten wir echt mal gucken, ob wir auch irgendwas wechseln können. So, schauen wir mal kurz. Teammanagement wäre vielleicht nicht schlecht. Dann schauen wir mal hier auf unseren Kader. Was haben wir denn hier noch so drin? Wie wäre es dann mal mit Gomez statt Klose vielleicht? Gomez ist zwar nicht so gut wie Klose, aber könnten wir doch einfach mal bringen, komm. Jetzt müssen wir hier hochfahren und auch fertig, glaube ich, irgendwie. Wenn ich mich nicht irre, gibt es da irgendwo fertig? Gibt es das hier noch? Oder war das nur bei dem anderen? Ne, das gibt's hier. Ach, hier. Ach, die sind schon fertig. Egal, das machen wir jetzt so. Dann müsste der jetzt eigentlich wechseln. Genau, da entsteht der Wechsel. Klose geht raus. Und Neuer kommt dafür rein. Er redet noch mit Philipp Lahm, wie sie es jetzt machen. So, Miroslav Klose gegen Mario Gomez. Ich kann Gomez nicht leiden, aber trotzdem. Vielleicht bringt er hier ja was. Das war doch abseits, oder nicht? Das war doch eindeutig abseits gerade. So, hau ihn weg. Schon wieder in der 85. Minute, verdammt. Das, wie das hier wieder rumgeht, das glaubt man kaum. So, hier, da wollten wir gerade noch den Ball holen, komm. Hat dann wohl doch nicht ganz so geklappt. Aber noch ein Tor kriegen sie nicht. Nein, das kriegen sie nicht. Noch ein Tor. Weg mit dem Ball jetzt. So, schön auf Gomez. Ach, wurde der hier gehalten? Nein, der wurde nicht gehalten, oder? Schade, sonst hätten wir noch einen schönen Freistoß abstauben können. Aber wie gesagt, mein erstes Spiel. Vielleicht könnten wir da dann noch wenigstens ein Törchen machen. So, vor. Ah, ich denke nicht, dass das noch was wird. 90. Minute haben wir schon angebrochen. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen länger spielen. Wäre vielleicht nicht ganz so falsch. So, wie gesagt, jetzt hier auf... Komm. Ah, nein. Skellenburg, oder wie er heißt. War ein bisschen schneller. Aber 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht können wir was reißen. Wenigstens ein Ehrentor. Nein. Ach, wenigstens haben wir noch einen weggefault. Ein Ehrentor gibt es nicht mehr. Deutschland gegen Niederlande. 0:2. Gewanderwiel. Und ein Eigentor. Also wenn man das Eigentor weglässt, wäre es ein 0:1. Aber leider muss man das erzählen, wie es ist. Boateng, Podolski und Gomez laufen hier gechillt raus. Und ja, Robben, naja. So ist es halt gelaufen. Jetzt freuen sie sich, dass sie gewonnen haben. Aber ich denke, dass wir schon auch was dann noch gewinnen werden. Müller, Schweinsteiger, Bartstuber. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht rausfliegen, Freunde. Denn wenn wir jetzt hier aus dieser komischen Sache rausfliegen,
dann war's das hier für die längste Zeit. Ich weiß ja nicht, ob wir hier rausfliegen wollen. Wir wollen es ja eigentlich schon ins Finale schaffen. Wenn man ein Spiel verliert, ist das, denke ich mal, nicht so schlimm. Aber wenn man dann noch mehrere verliert, dann wäre es das doch nicht so toll. Naja, ich verabschiede mich hier noch bei dem schönen Getrippel. Sag bis zum nächsten Mal und auf den nächsten Sieg. Und nicht auf die nächste Niederlage. Bis dahin, ich werde noch ein bisschen trainieren und dann wird es richtig abgehen. Tschüss!